Wie jeder Tag beginnt der Tag in einer Bäckerei mit einem Kaffee, den ich heute unbedingt brauche. Große Kaffee, den gibt es heute im Café New York. Und das macht um 8 Uhr auf. Ja, das schönste Kaffee von Budapest liegt hier hinter mir. Und in diesem Prachtbau. Kaffeehäuser haben in Budapest eine große Tradition, waren so die Keimzelle und der Sammel- und Treffpunkt von vielen literarischen, intellektuellen und politischen Kreisen. Und das hat sich natürlich im Sozialismus ganz stark verloren, aber auch schon davor waren Kaffeehäuser natürlich unter Beobachtung. Herzlich willkommen, Pauline, heute aus dem Luxushotel, das angeschlossen ist an das Café New York da hinten. Ja, wir schauen mich an. Ich bin hier ein bisschen ein Fremdkörper, weil ich laufe rum, als wäre ich hier auf dem Pfadfinderlager. Aber ich bin hier im Luxushotel und ganz klassisch dieser Innenhof. Das haben solche Hotels sehr gern als Empfangsbereich oder oft auch fürs Essen verwendet. Und hier geht es dann zu den einzelnen Zimmern. Und dieser Bereich da hinten, der ist dem Café New York vorenthalten. Ja, wir haben erwartet, dass das Café New York sowas wäre wie in Prag, das Café Zentral. War es aber nicht. Das Café New York ist dann doch einfach ein ganz normales Luxushotel-Café. Das heißt, der alte Charme, die historische Bedeutung des literaren Cafés, der kommt hier nicht mehr auf. Es ist eigentlich im Prinzip ein Café für Touristen wie uns, für Fotojäger und für Internet, für YouTube. Und die können sich da austoben in diesem Ambiente, das natürlich auch viel hergibt als Fotomotiv. Ja, hier sind wir jetzt also im schönen Café New York von Budapest. Ja, das hier würde ich jetzt als das typische Touristengedeck bezeichnen. Eben den Reiseführer, der hat uns hierher gebracht und dann dieser kleine Cappuccino zu dem großen Preis. Drüben haben wir ein Latte Macchiato und eine Schokolade noch. Dann probiere ich mal meinen Cappuccino hier. Das ist herrlich. Mmh, der Schluck war jetzt 1 Euro. Nochmal. 2 Euro, 3 Euro, naja, 2,5 Euro und die anderen 5 Euro, die hebe ich mir jetzt auf. Das liebe ich an Luxushotels. Luxushotels geben dir immer die Möglichkeit, im oberen Stockwerk ein wenig Top-of-the-World-Feeling zu kriegen. Leider hat es hier keine Aussichtsterrasse. Dieses Café ist nicht so alt, wie es aussieht. Es ist von 1890, ganz grob, Neorenaissance. Neorenaissance mit viel Gold und diesen Fresken, oder wie man dazu sagt. Aber es ist auf jeden Fall eine Pracht, es ist sehr feudal, es ist sehr beeindruckend, es ist überladen. Es ist nicht gemütlich, das ist sicherlich nicht, aber die Leute hier, die lieben es. Während ich hier wie immer etwas länger warten muss, vertreibe ich mir die Zeit mit Vokabellernen. Sia, siasto, Jorigel, Jonaport, Joesegat, in Ferdinand Vajov, Urbendek, Ojvaj, Ojvan, Kösenöm, Jo, Beste, Gerem, Kösenöm, Gerem, Osoeji, Menwit, Elniseist, Bolschanak, Gerem, Anna Moschlo. Es ist mir nicht begrüßt. Kösenöm. Kösenöm, Kösenöm. Ja, der Exit ist die andere Halle. Ja, bis an Latascha. Bis Lat. Tschüss, New York. Und schon sind wir wieder draußen auf der lärmenden Straße und folgen den Touristenpfaden.